Dass Frauen nicht gebraucht werden wollen, das ist ganz logisch, denn für sie suggeriert ein Mann, der sie braucht, Abhängigkeit, Bedürftigkeit und Unselbstständigkeit. Wenn du aber unabhängig und selbstbestimmt bist, dann hast du Optionen auch bei anderen Frauen. Und Frauen, die werden dir zwangsläufig die Legitimation erteilen, sie zu besitzen. Wie du dorthin kommst, das zeige ich dir in meinem Premium-Bereich ziemlich detailliert und praxisnah. Klick den Link unten in der Beschreibung, falls du noch nicht dabei bist. Also, ja, Frauen wollen gerne besessen werden. Und Männer, die eine Autorität verkörpern und genau dadurch viel Einfluss und Besitz haben, die haben natürlich Vorteile. Also Frauen lieben Männer mit Besitztümern bzw. Anspruch auf Besitz derart, das ist schon nicht mal mehr lustig. Naja, verständlich und eine gute Eigenschaft ist es trotzdem, denn es animiert uns ja zu Höchstleistungen, welche uns bessere Chancen bei der Partnerwahl geben. Ist ja bei Tieren auch nicht anders. Bei uns Männern ist das mit dem Besessenwerden anders als bei Frauen. Wir haben naturgemäß ein Problem damit, besessen zu werden. Von irgendjemandem. Naja, zumindest, wenn wir kein Bitchboy sozusagen sind, dann haben wir diesen Instinkt. Wenn's um Frauen geht, da wollen wir im Kern nichts anderes als ihr persönlicher Supermann sein. Und der falsche Eindruck des Nicht-Gebraucht-Werdens, der ist für Männer eines der größten Dilemmas unserer Zeit heute. Der Eindruck ist deshalb falsch, weil es natürlich genau andersrum ist. Frauen sind vollständig abhängig von Männern und von deren Schöpferkraft. Ich sag das nicht, weil ich hier irgendeine Seite geringer schätze oder sowas, sondern weil es evident ist und jedermann nachvollziehen kann, der die Augen aufmacht.